wird schon gleich kommen. Ah ja. Ich habe verschlafen, tut mir leid. Kein Problem. Stell die Tasche nach vorne auf den Sitz. Mach. Die nehme ich. Und wenn du den Whirlpool benutzt, vergiss nicht, ihn wieder auszuschalten. Alles in Ordnung? Ja. Dreh die Klimaanlage voll auf, es ist hier drin ziemlich heiß. Ja. Komm her, Hundi, komm her. Hey, was ist denn passiert? Zeig doch mal. Seine Pfoten sind ja ganz blutig. Also dann, guten Flug. Danke. Wo führt er uns denn hin? Ich weiß es nicht, wir gehen einfach hinterher. Wir sollten das Tierheim anrufen. Die wissen doch Bescheid über entlaufene Hunde. Vielleicht hat sich der Besitzer gemeldet. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist ja entsetzlich. Kommen Sie mal das Absperrband. Vorsichtig. Achtung. Nicht ein. Hier wird abgesperrt. Zurück. Ist die Straße gesperrt? Bestell nur nicht ein. In Ordnung. Sei vorsichtig. Hier darf nichts verändert werden. Nicht, dass irgendwelche Spuren vermischt werden. Ich komme zurück. Ja, ich komme sofort zurück. Ein Moment doch mal. Bleiben Sie zurück, hier ist ein Verbrechen geschehen. Sie das ist mein Haus. Ich bitte Sie. Aber was wollen die Leute hier? Ich verstehe wirklich nicht rein. So kann ich nicht in mein Haus. Weil die Spurensicherung gerade drin ist. Was soll das? Was? Eine Anordnung, Sir. Das ist mein Haus. Was tun Sie hier, hä? Nur eine Vorsichtsmaßnahme, Mr. Simpson. Vorsichtsmaßnahme? Was soll das heißen? Was unterstellen Sie mir? Ich bin Howard Weitzman, der Anwalt von Mr. Simpson. Ich will sofort mit meinem Mandanten sprechen. Was soll das? Komme ich zu spät? Ist Mr. Simpson etwa verhaftet? Guten Tag, Howard. Nein, er ist nicht verhaftet. Er ist Dann nehmen Sie ihm sofort die Handschellen ab. Schon geschehen. Sagen Sie, würden Sie vielleicht mit uns ins Polizeipräsidium kommen, um etwas zu klären? Mr. Simpson ist nicht in der Lage, etwas zu klären. Er ist total durcheinander. Er hat nicht geschlafen. Vergessen Sie nicht, seine Ex-Frau ist gerade ermordet worden. Lass mich nur. Das geht nicht. Ich will alle Fragen beantworten. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Das hast du aber nicht nötig, Wissen Sie OJ? Was? Wollen wir das nicht besser alles auf dem Präsidium besprechen? Und wenn wir fertig sind, bringen wir Sie auch wieder nach Hause. Also gehen wir. Okay. Bitte, meine Herren. Nun kommen Sie. Ständig unterwegs im Dienste seiner Wohltätigkeitsaufgaben und in Sachen Unterhaltung hielt sich OJ zum Zeitpunkt der Tat in Chicago auf, wo er von Kriminalbeamten von dem brutalen Mord an seiner Ex-Frau und Ron Goldman unterrichtet. Soll ich Ihnen vielleicht was zu trinken besorgen? Nein, danke. Kaffee, Limonade. Wir gehen ins Büro vom Chef. Da ist es viel gemütlicher als in den Verhörräumen im Erdgeschoss. Du solltest das lassen, Juice. Du hast gerade einen unglaublichen Schock erlitten. Du hast kein bisschen geschlafen. Ich weiß nicht, was du willst. Ich kann diesen Leuten alles erklären.
Dürfte ich einen Moment alleine mit meinem Mandanten sprechen? Sicher, sicher. Ich bin gespannt, ob er uns was sagen wird. Das werden wir gleich erfahren. Wenn Sie erlauben, da wäre noch eine Formalität zu erledigen. Ja, und welche? Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Andernfalls kann alles, was Sie sagen, vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, einen Anwalt zu konsultieren und zum Verhör hinzuzuziehen. Falls Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen von Amts wegen kostenlos ein Anwalt zugewiesen. Haben Sie das alles verstanden? Ja. Ich bin also verhaftet? Natürlich nicht. Hören Sie, das alles ist mir sehr unangenehm. Und ich versichere Ihnen, dass wir das mit Ihrer Frau sehr bedauern. Es tut uns wirklich sehr leid. Ich danke Ihnen. Haben Sie sich in den Finger geschnitten? Ja. Und wie ist das geschehen? Ich weiß nicht genau. Ich musste gestern plötzlich packen, eine Geschäftsreise nach Chicago. Ich denke, dass es da passiert ist. Naja, dann habe ich mich in Chicago nochmal verletzt. Kurz nachdem Sie angerufen haben. Ich habe ein Glas zerbrochen und ich war durcheinander. Das ist völlig verständlich. Der Schock, das verstehe ich. Also, ich finde Ihre Haltung bewundernswert. Wie Sie sicher wissen, O.J. Stört es Sie, wenn ich Sie so nenne? Nein, gar nicht. So nennen mich alle. O.J. oder Juice? Gut. Also, ich bin Phil und das ist Thomas. Nennen Sie mich Tom. Tom. Wie Sie wissen, gibt es zwei Tote. Ihre ehemalige Frau Nicole und einen jungen Mann namens Goldman. Sie wurden mit einem Messer getötet. Ich will Sie nicht noch mehr aufregen, aber es war ein besonders brutaler Mord. Da muss jemand völlig außer Kontrolle geraten sein. Ihre Beziehung zu Nicole war sehr intensiv. Ja. Auch nachdem Sie geschieden waren. Auch danach. So eine Art Seelenverwandtschaft? Ja. Seelenverwandtschaft. Ja, okay, danke. Ihr werdet alle bedient. Bin gleich wieder da. Also, ich gebe auf. Wie lange denn nun? Hey, sie verrat es hier. Eine 24. Sekunde. Ja, und das im Flatout. Also, da kommt einer und will ihn tackle. Juice läuft einen kleinen Bogen und in einer 24. Sekunde ist er durch und schon wieder draußen. Der Mann ist ein Blitz. Das ganze Geheimnis ist, den Schwung dabei nicht zu verlieren. Wenn du den nämlich verlierst, bumm, dann haben sie dich. Hey, findest du, dass mein Kopf zu groß ist? Sag mal ehrlich. Wie heißt du denn, Baby? Nicole. Ich sag dir was. In unserem Trainingscamp in Buffalo konnten die keinen passenden Helm für mich finden. Der Trainer ließ einen anfertigen. Weißt du noch, AC? Ah, stimmt, genau. Ach, sind Sie ein Footballspieler? Oh, er ist O.J. Simpson. Soll das bedeuten, dass ich Sie kennen muss? Würdest du mit einem ausgehen, der so einen komischen Kopf hat? Jedenfalls würde ich mit keinem ausgehen, der verheiratet ist. Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Eins nach dem anderen, nichts überstürzen. Dein Kopf ist gar nicht so komisch. Würdest du mit einem ausgehen, der schwarz ist? Ja, ich bin im Ku Klux Klan. Oh Mann, die Kleine ist wirklich nicht auf den Mund gefallen. Wollt ihr noch was zu trinken haben? Aber wie? Nicole? Hast du vielleicht Lust, mich spielen zu sehen? Heißt das Spiel Football? Ja, das Spiel heißt Football. Na? Hat's dir gefallen? Ihr habt verloren. Ist das schwer? Nur ein bisschen gezerrt. Ein Tag im Whirlpool und alles ist wieder gut. Mr. Simpson, entschuldigen Sie bitte. Ich bin Kevins Mutter. Die Leute von Träume werden wahr haben mir gesagt, sie würden nach dem Spiel auf uns warten. Das ist also Kevin. Ja. Dann, wie geht's denn so, Partner?
Fantastisch. Oh, Sie sind sehr gütig, Mr. Simpson. Sie werden müde sein. Ich hoffe, es ist nicht zu viel verlangt. Oh, ich bin nur ein bisschen angeschlagen. Es ging hart zu, vor allem in der ersten Hälfte. Aber ich möchte keine Chance verpassen, den Nachwuchs kennenzulernen. Ich habe gehört, du willst mit mir trainieren? Ja. Na, dann wollen wir uns nicht lange aufhalten. Nicole, nimm mal meine Jacke. Na, komm mit. Hopp. Ah, wo bleibst du? Schon mal Football gespielt? Bis ich krank wurde. Und als was? Quarterback. Quarterback? Oh ja, du hast Power in deinem Wurf, Partner. Wer ist dein Lieblingsspieler? Du natürlich. Sieh mal eine an. Woher hast du diesen Dribbelschritt? Oh, damit bin ich geboren worden. So wie du mit deinen starken Würfen. Franco Harris mag ich auch. Frank ist ein guter Fänger. Nee, es macht mir zu viel Show. Ist aber ein netter Kerl. Wirklich? Na, Partner? Anstrengend, was? Sag mal, kennst du den Unterschied zwischen einem Linebacker und einem Nashorn? Nein, sag schon. Ein Nashorn sieht besser aus. Nicht schlecht, was? Das war lieb von dir. Was? Das mit dem Jungen im Stadion. Ist doch Ehrensache. Du bist von Point Dana, richtig? Dana Point. Hm. Wie ist denn der Strand da? Ich wette, du kannst gut surfen. Du solltest dich nicht mit mir unterhalten. Du bist verheiratet. Mach dir deshalb keine Sorgen. Ich soll mir keine Sorgen machen? Es ist so gut wie vorbei. Die älteste Ausrede der Welt zieht bei mir nicht. Moment mal. Das ist keine Ausrede und du siehst auch nicht so aus, als ob du dich immer an die Spielregeln hältst. Mach ich aber. Ah, wirklich? Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir beide gut miteinander können. Das gleiche Gefühl habe ich auch. Würden Sie Ihre Scheidung als gütlich bezeichnen? Ja. Sie waren also kein bisschen sauer auf Sie. Ich bin freiwillig hierher gekommen, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wenn er mir hier Dinge unterstellt, gehe ich wieder. Niemand unterstellt Ihnen hier irgendwas. Können Sie mir sagen, wo Sie letzte Nacht gegen 10 Uhr waren? Die Polizei zählt gegenwärtig O.J. nicht zu den Tatverdächtigen. Traumtäter. Sein Anwalt Weitzman sagte dazu. Sie hatten früher ein paar Mal Probleme wegen Ihres Jähzorns? Ich war deshalb beim Therapeuten. Ah, ja. Im Jahre 89 haben Sie sich der Misshandlung Ihrer Ehefrau für schuldig bekannt. Wieso stellen Sie mir andauernd solche Fragen? Respektieren Sie überhaupt nicht, was in mir vorgeht? Meine Frau ist gerade getötet worden. Das wissen wir. Und dieser andere? Ronald Goldman. Zwei Menschen ermordet. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich nichts damit zu tun habe. So. Ich werde jetzt Nicoles Eltern besuchen. Dort sind meine Kinder. Tun Sie das. Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe. Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Nett, dass ihr euch um uns kümmert. Entschuldigt mich. Komm rein. Na, ihr? Schön, euch zu sehen. Oh Mann. Hallo, Juice. Wo seid ihr gewesen? AC war mit uns im Videoladen. Ja? Was habt ihr geholt? Aladdin. Aladdin? Schon wieder? Wieso? Ihr habt es doch erst 150 Mal gesehen. Hm. Hast du das mit Mami gehört? Ja, Schätzchen. Sie hat euch beide immer sehr lieb gehabt. Sie ist jetzt im Himmel. Da ist sie. Daddy weiß das. Da Howard Weitzman in enger freundschaftlicher Beziehung zu O.J. Simpson steht, hat er sein Mandat als dessen Verteidiger mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Mittlerweile gibt es Spekulationen, dass Robert Shapiro, ein anderer bekannter Strafverteidiger, das Mandat übernehmen wird. Sie wollen sie überführen.
Der Staatsanwalt will das auf Biegen und Brechen durchziehen. Er hat bei Rodney King versagt, bei Menendez. Er wird alles tun, dass das nicht nochmal geschieht. Ich will, dass Sie sich über eins vollkommen klar sind. Für die ist das nicht nur ein Mordfall, es ist ein Präzedenzfall. Ich habe ein reines Gewissen. Es gibt keine weiteren Verdächtigen, O.J. Es dreht sich alles nur um Sie. Sie glauben, dass man alles über Sie weiß? Warten Sie ein paar Wochen. Die Medien, die Staatsanwaltschaft, alle werden herausfinden wollen, wer Sie wirklich sind und dabei in jeden Winkel Ihres Lebens kriechen. Also, es ist besser, wir fangen gleich an. Wer ist O.J.? Sie waren schon in Ihrer Jugend ein ziemlich zäher Bursche, nicht wahr? Aufgeregt? Ja, es wird schon klappen. Bleib hinter mir, AC, und mach nichts, bis es losgeht. Ziemlich heiß heute, was? Was wollt ihr, Jungs? Musst du mir unbedingt auf die Füße treten? Hey. Was soll das? Hey, keine Prügelei! Hört sofort auf! Es hat geklappt, was? Klar. AC, was machst du? Lass was für die Party übrig. Hm. Also, O.J., hilfst du mir nun oder nicht? Wie heißt das Mädchen nochmal? Marguerite. Marguerite? Du lässt dir wirklich was entgehen. Dieser AC ist Dynamit in der Liebe. So ungefähr? Ja, so ungefähr. Also, warum vergeudest du deine Zeit mit Mädchen, die du erst überreden musst? Das Leben ist zu kurz, Mann. Du bist noch nicht mal richtig mit ihr ausgegangen. Ja, ich sag's dir doch, du hast sie ja noch gar nicht gesehen. Sie ist wirklich den Einsatz wert. Scheiße, die Bullen! Stehen bleiben! Lauf doch nicht weg! Na, wen haben wir denn da? Wie heißt du denn, mein Junge? Burt Lancaster. Hey, du bist doch dieser Junge von der Galileo High School. Mike, rate, wer das ist. Mr. 90-Yard-Touchdown. Das ist ganz und gar nicht zum Lachen. Ich hab mir fast in die Hosen gemacht. Der wollte doch gleich ein Autogramm von ihm. Das ist zu komisch. Er hat euch trotzdem vor den Jugendrichter gebracht. Jetzt erklärt mir mal, was es da zu lachen gibt. Was ist so komisch daran, Schnaps zu stehlen? Es war Wein. Er war für eine Party bestimmt. Ich muss immer für die Erfrischungsgetränke sorgen. Das ist dein Vater. Du hast es ihm gesagt? Er hat sich vorgenommen, deiner Vernunft auf die Sprünge zu helfen. Du weißt, was das heißt. Na los, geh hin. Oh. O.J. Simpson? Ja. Und O.J. steht wofür? Orenthal James. Orenthal. Da ist es sicher besser, sich O.J. zu nennen. Und weißt du, wer ich bin? Ja, Sie sind Willie Mays. Ein Freund von mir am Booker T. Washington hat gesagt, ich sollte dich besuchen. Wollen wir uns ein wenig unterhalten? Na, wie sieht's aus? Seht mal, Willie Mays, was machen Sie denn hier? Bekomme ich ein Autogramm? Ja, ich möchte auch. Ja, bitte mir auch. Steig ein. So. Jetzt bin ich dran. So, das war's. Das reicht. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die Sache mit Candlestick ist die, man kann nichts vorhersehen.
Der Ball ist in der Luft, kommt genau auf deinen Handschuh zugeflogen und dann gibt es plötzlich Wind und er springt wie ein Ping-Pong-Ball. Man muss schon Luftfahrtexperte sein, um in dem Stadion einen Baseball zu fangen. Setz dich. Willst du was zu trinken? Orange Juice. Das soll wohl ein Scherz sein. Wilmer, OJ hätte gerne etwas Orange Juice. Für mich bitte auch. Ja, Sir. Also, was erwartest du vom Leben, Orenthal James? Ich weiß nicht. Ich will berühmt werden. Ich will, dass man mich kennt. Ich will, dass die Leute sagen, hey, das ist OJ. Das wäre schön. Mein Freund am Booker T. Washington sagt, du seist das größte Naturtalent, das er jemals gesehen hat. Danke, Wilma. Vielen Dank. Du wirst alles bekommen, was du dir wünschst. Ein großes Haus, eine schöne Frau, die Möglichkeiten, so zu leben wie die Weißen. Niemand wird dir jemals etwas verweigern, aus einem ganz einfachen Grund, weil du der Schnellste auf dem Footballfeld bist. Das sind doch gute Aussichten, oder? Ja, Sir. Und deshalb wäre es Zeitverschwendung, wegen einer Dummheit ins Gefängnis zu kommen. Hallo. Marguerite? Ja? Ich bin OJ. AC wollte, dass ich mich für ihn bei dir entschuldige. Er will sich entschuldigen? Warum? Er wollte dich nicht versetzen, aber er hatte eine Schlägerei. Er hat mich wegen einer Schlägerei versetzt? Gehen wir ein bisschen spazieren? Gern. Also wirklich, er hätte auch selbst kommen können, um sich zu entschuldigen. Du weißt ja, dass er ein wenig stottert. Er dachte, ich wäre da etwas geschickter. Du bist wirklich geschickter. AC ist ein toller Footballspieler. Ja, das letzte Spiel habe ich miterlebt. Ach ja? Und was sagst du? Was soll ich sagen? Eigentlich haben alle nur auf dich geachtet. AC hat die Bahn freigemacht und du bist durchgeprescht. Aber das ist doch ganz klar. Man achtet natürlich immer auf den, der gerade den Ball hat. Wollen wir spazieren fahren? Mach doch keine Witze. Das ist doch niemals dein Auto. Er gehört einem Lehrer aus meinem College. Er leiht ihn mir für besondere Anlässe. Ist dies ein besonderer Anlass? Steig ein. Oh, Wahnsinn. Es muss fantastisch sein, mit einem so tollen Wagen fahren zu dürfen. Es ist fantastisch. Sie hat nie erwähnt, dass du so gut aussiehst. Er hatte wahrscheinlich Angst, ich würde dich ihm wegnehmen. So einfach geht das nicht. Oh. In so einem tollen Wagen muss man näher zusammensitzen. Ist es so besser? Ich glaube. Was dagegen, wenn ich dich küsse? Das ist einfach unerhört. Was fällt dir denn bloß ein? Oh, reg dich nicht auf, ja? Wir wollten nur... Steig aus sofort! Ich will mich nicht mit dir prügeln. Ich hab gesagt, du sollst aussteigen! Na, mach schon! So was Blödes. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Ey, sieh, es tut mir echt leid. Halt du dich da raus! Jetzt gehen wir irgendwo hin und reden darüber. Es ist jedes Mal so. Dir gelingt immer alles und ich gehe leer aus. Und damit nicht genug. Das bisschen, das ich habe, das nimmst du mir dann auch noch weg. Was soll das heißen, wegnehmen? Hast du mich denn jemals besessen? Ich entscheide bitte über mich. Bitte sei still! Also, das kann doch nicht wahr sein. Ihr seid beide verrückt. Glaub mir, es tut mir wirklich leid. Wie kann ich das wieder gut machen? Ich will sie einfach wiederhaben. Gib sie mir zurück, das ist alles. Das würde ich ja gern. Ich würde sie gern zurückgeben, aber das kann ich nicht. Da ist irgendwas zwischen ihr und mir. Wir sind die besten Freunde, sowas kann uns doch nicht auseinanderbringen. Hast du recht.
Ich bin dir was schuldig. Eine Viertelmillion Dollar war damals eine Menge Geld. Die Buffalos wollten mich haben, ja. Und sie haben Marguerite geheiratet. AC kann nicht besonders glücklich darüber gewesen sein. Ich habe versucht, es wieder gut zu machen. Sie haben eine Menge Freunde, nicht wahr? Ich glaube, ja. Nicht so bescheiden. Das ganze Land ist Ihr Freund. Für viele Leute sind Sie lange Zeit ein Held gewesen. Das ist immer noch so. Vergessen Sie das nicht. Sie sind immer noch der gleiche wie damals in Buffalo. Der, den alle beneiden. Es hat geklingelt. Hallo, Marguerite. Hallo, Essie. Na, Schatz, wie geht's dir? Ganz gut. Oh, schön, dich zu sehen. Du siehst toll aus wie immer. Du wirst jeden Tag hier. Ah, hey, 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 hey. Mein bester Freund. Schön, dass du gekommen bist. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Willkommen in Buffalo. Danke vielmals. Komm, du wirst staunen. Hey, 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 Freunde, alle mal herhören. Aufgepasst, hört mal. Ich stelle euch hiermit das neueste Mitglied der Buffalo Bills vor. Die Nummer 1 der Auswahl. Der beste Defense-Lineman im Profi-Football. Der größte, einzigartige, phänomenale Al Cowlings. Hey, wie geht's euch, Leute? Hey, Juice, hier geht's um dich. Sieh dir das an. Phiochromozyton. Phiochromozyton? Was heißt das? Ein Geschwür an der Hirnanhangdrüse. Spiele ich etwa in dieser Saison nicht? Nein, da kann ich Ihnen keine Hoffnung machen. Was wollen Sie mir verkaufen? Ich versuche Ihnen klarzumachen, dass Sie ein schwerkranker Mann sind. Sie können nicht einfach wieder auf ein Footballfeld laufen. Jetzt nicht und vielleicht sogar nie wieder. Viel Glück, Steve McQueen. Gib mir eine Chance, ich bin Anfänger. Danke, meine Freunde. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber die Mannschaft ist auf den Hund gekommen. Sieh mal, ich bin ein Running Back, oder? Das heißt, ich muss rennen. In einem Spiel muss ich 25 bis 30 Mal den Ball herumtragen. Was habe ich in einer Angriffsmannschaft zu suchen? Also, Juice, sag Marguerite noch vielen Dank. Das war eine tolle Party. Wir sehen uns beim Training. Partner, wir müssen da ganz schnell was ändern. Ja, das müssen wir. Aber ich habe keinen Viertelmillion-Dollar-Vertrag mit Chevrolet. Und der Film hat mich auch noch nicht entdeckt. Dazu bist du zu hässlich. Ich bin der Bote für besondere Anlässe. Hey, Mann. Was sollte denn das bedeuten? Persönliche Zustellung. OJ? Wirklich toll, dass du mich in die Mannschaft genommen hast. Danke. Du warst die Nummer 1 bei der Auswahl. Ich musste nur Harvey davon überzeugen. Der Rest war ganz einfach. Oh, wen haben wir denn da? Das ist Annel. Sie kann nicht einschlafen. Ich glaube, sie hat Ohrenschmerzen. Hey, dieses große Mädchen hat Ohrenschmerzen. Komm her, komm her. Sag Onkel AC guten Tag. Sag schön guten Tag. Hallo. War ich im Fernsehen gut? Einfach großartig. Ja? So gut wie Steve McQueen? Ich denke ja. Oh, wenn du das sagst. Partner, ich garantiere dir, es wird dir in Buffalo gefallen. Das ist der Geburtsort von Millard Fillmore. Millard wer? Er war Quarterback bei den Giants. Mach keine Witze. Er war Präsident. Wusste ich doch. Also Marguerite mag Buffalo auch. Sie mag es, aber sie will hier nicht leben. Ich würde gerne hier leben, aber nur mit dir zusammen. Du bist ja dauernd unterwegs. Annel und ich könnten ebenso gut in Kalifornien bleiben. Nein, 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 darum geht's nicht. Wenn ich hier bin, will ich auch ein richtiges Zuhause haben. Also, ich gehe jetzt mal lieber ins Hotel. Unsinn, du bleibst hier. Ich will dir noch was sagen. Ich bin überrascht, wie leicht mir die Schauspielerei fällt. Was ist das? Ich glaube, Schauspieler und Running Backs haben beide etwas gemeinsam. Dieses ausgeprägte Ego, verstehst du? Das gehört nicht mir. Seit wann öffnest du meine Post? Also, wessen Höschen ist das? Irgendein Fan. Jetzt reg dich nicht auf, das Zeug ist mit der Post gekommen, okay? Da ist aber keine Briefmarke drauf. Da müssen wir wohl Strafporto zahlen, was? Nein, 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 nein. Hey, 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 bleib hier. Du kannst nicht einfach so gehen. Lass mich los. Lass los. Nein, sieh mal, dieses Höschen stammt von irgendeiner Frau, die ich überhaupt nicht kenne. Ey, sieh dir den blöden Umschlag an. Sieh nach, ob ein Absender draufsteht. Nein. Siehst du? Ich kenne sie überhaupt nicht. Ich habe die Frau niemals gesehen. Es gibt nur eine Frau in meinem Leben und die versucht gerade, mich nicht anzusehen. Hey, hörst du mir zu? Lass meinen Arm los. Also, ich glaube, es ist doch besser, ich gehe in mein Hotel. AC, mein Freund. Du hast was gut bei mir.
War sie unter anderem auf Nicole drin. Eifersüchtig? Hier, bitteschön. Möglich. Aber ich brauchte Nicole, verstehen Sie? Die Menschen ändern sich doch. Jeder Mensch hat zu bestimmten Zeiten bestimmte Bedürfnisse. Wenn ein Footballspieler am Ende seiner Karriere ist, wird er... Oh, danke sehr. Wird er nervös. Er braucht Menschen, die ihm vertrauen. Natürlich, dass ich so viel unterwegs bin, ist ein Problem. Wie siehst du das, mein Liebling? Es ist wirklich ein Problem. Marguerite, wie ist OG als Vater? Oh, er ist ein wunderbarer Vater. Er liebt seine Kinder. Arnell, Jason, passt auf Aaron auf. Marguerite, sind Sie eigentlich verunsichert, wenn Sie die vielen schönen Frauen am Spielfeldrand sehen? Entschuldigen Sie mich. Nur für einen Augenblick, bitte. Oh, noch etwas Eistee? Oh, nein, danke. Ich habe meinen guten Spruch gehört. Vielleicht kriege ich ihn noch zusammen. Viel Ruhm verfliegt. Popularität ist ein Unglück. Auf Geld ist kein Verlass. Nur etwas hat Bestand. Charakter. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Marguerite! Marguerite, was machst du da? Geh sofort wieder raus. Geh du selber wieder raus. Baby, sie will mit uns beiden reden. Ich will aber nicht mehr darüber sprechen. Ja, dass du so viel unterwegs bist, ist ein Problem. Ja, seine kleine, weiße, blonde Freundin, die er der ganzen Welt überall stolz zeigt, belastet unsere Ehe. Aber es gibt ja kein Problem, mach sie nicht verantwortlich für den Stress, den wir haben. Und mich erst recht nicht. Ich wollte immer ein gemütliches Zuhause. Du willst doch kein Zuhause haben. Du willst etwas, wo du alle paar Monate ein- und ausziehen kannst und alles so läuft, wie du es dir vorstellst, weil du furchtbar Angst kriegst. Augenblick, ich und Angst, wovon redest du? Ich kenne dich. Wenn nicht alles so läuft, wie du es willst, bist du völlig fertig. Aha. Jetzt reicht's mir. Ich hab die Schnauze voll. Es ist die Wahrheit. Ich kenne dich genau. Du kennst dich überhaupt nicht. Alles, was du weißt, ist, dass du der großartigste Mensch bist, der auf dieser Erde herumläuft, weil nie jemand gewagt hat, dir die Wahrheit zu sagen. Wir beide haben viel Temperament. Das bleibt unser Geheimnis hier. Hallo Leute, wie geht's euch? Wie geht's euch? Alles klar? Großartig. Schön, Sie zu sehen. Guten Abend. Guten Abend. Also, wie man hier alles so trifft, schön, Sie zu sehen. Es ist ganz schön was los hier, muss ich schon sagen. Hallo, OJ. Was für eine Freude, dich zu sehen. Jacob, Jake. Hallo, im letzten Spiel warst du so lahm, da wollte ich dir schon zwei Krücken schenken. Lass doch mal einen Jüngeren ran. Ich mache einen Riesenspaß und keiner lacht. Ja, wie geht's? Alles klar? Ja, wunderbar. Das freut mich außerordentlich. Ist das ein Scherz? Unser Menü hat was gekostet? $25,000 pro Person? Glaube ich nicht. Ist doch Kleingeld. Du magst doch sonst teure Sachen, Baby. Außerdem ist es für einen guten Zweck. 25.000 Dollar für einmal Essen. Ist dir klar, was man dafür kaufen kann? Was denn zum Beispiel? Ein Ferrari. In welcher Farbe? Ist das dein Ernst? Oh. Was ist denn? Ich habe mich beim Training verletzt. Vor ein paar Jahren hätte mir das nichts ausgemacht. Ich treffe auch die Lücken nicht mehr so wie früher. Wenn ich dir jetzt was erzähle, darfst du mich nicht auslachen. Natürlich nicht. Sieht so aus. Ich glaube, ich krieg einen Oscar. Du bist ein guter Schauspieler. Du warst großartig in Capricorn One. Ich weiß, ich bin nicht Dustin Hoffman. Schon klar, aber wenn ich die richtige Rolle bekomme, kann ich einen Oscar gewinnen. Oh, ich wette, du bekommst deinen Oscar noch, bevor ich mit dem College fertig bin. College? Aha. Ja, ich gehe im Herbst wieder hin. Das ist nicht notwendig. Man kann Fotograf werden, ohne aufs College zu gehen. Vielleicht, aber das will ich nicht. Ah, das willst du nicht. Darüber reden wir noch. Wie meinst du das, darüber reden wir noch? Was gibt's da zu reden?
Marguerite und ich werden uns scheiden lassen. Wir haben keine Affäre. Wir beide haben mehr. Du bist, ja, du bist zu wichtig für mich. Und ich darf dich nicht verlieren. Ich dich auch nicht. Ich kann nicht. Du gehörst zu mir. Wir beide sind füreinander bestimmt. Oder nicht, Nicole? Mhm. Also vergiss das mit dem College. Ich stelle einen Fotografen ein, der zeigt dir alles Wichtige. Ich kaufe dir die beste Kameraausrüstung der Welt. Also, lass uns zusammenbleiben. Das ganze Leben. Sag ja. Ja. Entschuldigen Sie, Doktor, entschuldigen Sie, ich bin O.J. Simpson. Ich habe einen Anruf erhalten wegen meiner Tochter, Erin Simpson. Mr. Simpson, ich bin Dr. Burney. Lassen Sie uns lieber da ins Zimmer... Nein, nein, Doktor, sagen Sie mir gleich hier. Was ist mit ihr? Erin ist tot, Mr. Simpson. Sie ist nicht mehr aus dem Koma erwacht. Sie war wirklich nur kurze Zeit unter Wasser, ehe ihre Frau sie gefunden hat. Sie hat es getan! Sie war's! Nein, es war ein Unfall! Du hast mein Kind getötet! Du hast meine Tochter umgebracht! Beruhigen Sie sich doch! Du hast mein Liebling getötet! Was ist denn? Ich habe Angst davor, einzuschlafen. Ich habe Angst, von ihr zu träumen. Ich kann mich nicht davon befreien. Ich sehe sie immer wieder im Wasser. Du kannst daran nichts mehr ändern, O.J. Weißt du, wieso ich in all den Jahren, auch im Winter, in kurzen Ärmeln gespielt habe? Mm-mm. Weil ich so die Tekla spüren konnte. Die Haare auf meinen Armen waren empfindlich wie der Bart einer Katze. Ich habe jeden Angriff körperlich gespürt. Ich konnte ihn voraussagen. Auch wenn sie sich verstellt haben, mir konnten sie nichts vormachen. Sie hatten es auf mich abgesehen. Die Haare auf meinem Arm verrieten es mir. Diese Fähigkeit habe ich verloren. Ich weiß nicht mehr, was auf mich zukommen wird. Irgendjemand verfolgt mich. Niemand verfolgt dich, O.J. Was weißt du schon? Jemand verfolgt mich. Also gut, der Polizei zufolge fanden die Morde zwischen 10.15 Uhr und 10.55 Uhr statt. Wo waren Sie in dieser Zeit? Ich habe gesagt, ich war zu Hause. Wir müssen das beweisen. Ich habe es nicht getan. Fest. Sie müssen beweisen, dass Sie es nicht getan haben. Wieso lasst ihr mich nicht in Ruhe? Wieso verschwindet ihr nicht? Verschwindet! Lassen Sie das! Kommen Sie da weg! Kümmern Sie sich nicht um die! Kümmern Sie sich um sich selbst! Ich ertrage das nicht mehr. Sie können diese Leute abschütteln. Ist das nicht das, womit Sie früher Ihren Lebensunterhalt verdient haben? Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass niemand hinter Ihnen her sein wird. Aber vergessen Sie die Leute. Tun Sie das, was Sie am besten können. Laufen Sie sich frei. Danke. Herzlichen Dank. Egal wie schnell man laufen kann, egal wie weit man einen Football werfen kann, man verdient sich eine Auszeichnung wie diese nicht allein. Nicole, mein Liebling, meine wunderbare Frau. Als du in mein Leben getreten bist, war ich am schwierigsten Punkt in der Karriere eines Sportlers angelangt. Am Ende. Mit dir wurde aus diesem Ende
Ein neuer Anfang. Und darum sage ich dir, Nicole, ich liebe dich. Du bist für mich das Universum. Hast du einen Termin bei José Hebert gemacht? Nein. Gefällt dir meine Frisur nicht? Ist wohl ein Scherz. Deine Frisur ist wunderbar. Ich denke nur gerade an dieses Model, das bei ihm war. Welches Model? Ich weiß nicht genau, welches Model. Ich weiß nur, ihre Frisur war fantastisch. Und die hat sie sich bei ihm machen lassen. Schon gepackt? Ich weiß noch nicht, ob ich mitfahre. Was soll das heißen? Schatz, ich habe diesen Leuten vom Vorstand gesagt, dass du mitkommst. Sie haben extra eine Suite für uns beide gebucht. Aber ich habe einen Kurs belegt. Was für ein Kurs? Innenarchitektur. Innenarchitektur? Und was ist mit der Fotografie? Ich weiß nicht. Ich interessiere mich eben jetzt für Innenarchitektur. Wow, Nicole, du sorgst für Überraschung. Baby, ich denke, du magst Fotografie. Also, ich verstehe dich wirklich nicht. Wenn ich mich für etwas interessiere... Ja, in Ordnung. Kein Problem. Ich habe nur gedacht, du könntest ihn einmal ausfallen lassen. Das habe ich aber nicht vor. Sie werden dich ja nicht gleich rauswerfen, oder? Wo gehst du hin? Wie ich dir gesagt habe, zu meinem Kurs. Willst du mich etwa aufhalten? Nein! Was tust du da? Hör auf damit! OJ! Wieso tust du das? OJ! Hör auf! Bitte, hör auf! Hör auf! Fahr an den Kurs. Ich wünsche dir viel Vergnügen. OJ. Hallo, Jones. Was sagt ihr? Hab ich zu dir gesagt, dann gehe ich eben nicht rein. Wird man hier irgendwann noch mal bedient, ja? Hey, was gibt's noch? Nichts Besonderes. Was zu trinken? Natürlich. Geht klar. Hey, C. Was denn? Bist du mit deinem Haus zufrieden, ja? Mit meinem Haus? Ja. Ist in Ordnung. Dir gefällt also die Einrichtung, die Farbzusammenstellung. Farbzusammenstellung? Ja. Achso, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ja, vielleicht willst du ja mal was Neues. Was Neues? Ja. Hättest du was dagegen, wenn ich Nicole mal vorbeischicke, dass sie sich mal umsieht, ein paar Ideen entwickelt und so? Von mir aus. Naja, Innenarchitektur ist gerade ihre Leidenschaft. Und ich... Ich dachte, ich könnte vielleicht ein paar Kunden für sie auftreiben. Sie macht es nur halbtags nebenbei. Sie muss sich auch noch um die Familie kümmern. Für dich zum Freundschaftspreis. Gut, ja. Ich denke mal drüber nach. Ach, ich bin immer verliebt in diese herrliche Frau. Kannst du mir das erklären? Nein. Ich sag dir, wenn sie mich verlässt, bin ich reif für die Klapsmühle. Ich bin verloren ohne sie. Hier steht, dass Nicole zwischen 1985 und 1993 neunmal die Polizei alarmiert hat. Ein paar Meinungsverschiedenheiten, völlig normal. Ich glaube nicht, dass die Anklage diese Vorfälle als normale Meinungsverschiedenheit betrachten wird. Ach, hör auf. Das wollte ich damit nicht sagen. Es ist wirklich eine sehr gute Rolle. Ach, ich weiß auch, dass es nicht Othello ist. Ja, ja. Es ist eine Komödie. Was sollte es wohl auch anderes sein bei so einem Titel, die nackte Kanone? Und wo liegt das Problem, hä? Gar kein Problem. Wenn du damit glücklich bist, bin ich auch glücklich. Es ist nur... Na, red schon. Nicht so gut. Was ist? Erwarte nur nicht, dass du dafür einen Oscar kriegst.
Du glaubst nicht an mich. Das willst du damit sagen? Lass uns bitte schlafen gehen, ja? Hast du eine Vorstellung davon? Wie schwer es ist, eine Rolle zu bekommen, die für mich geschrieben ist? Es tut mir leid. Es wird bestimmt ein sehr witziger Film und er wird dich sicher auch als Komiker weiterbringen. Halt die Klappe! Jetzt halt du die Klappe. Ich wollte mich doch nur bei dir entschuldigen. Er hat dich angemacht, hä? Wen meinst du? Na, wen schon? Diesen Zahnarzt auf der Party. Er ist kein Zahnarzt, er ist Kieferorthopäde und Chirurg. Sag schon, willst du mit ihm schlafen, ja? Oh, du willst mit mir über Treue sprechen? Ich glaube nicht, dass gerade du dieses heikle Thema ansprechen solltest. Ich habe vor dir keine Geheimnisse. So stellst du dir das also vor, mein Lieber. Wenn es kein Geheimnis ist, ist es für dich in Ordnung, du ja? Du überziehst dein Konto. Gilt dasselbe dann auch für mich? Wenn ich losziehe und mir einen gut aussehenden Zock... Steh auf! Steh auf! Steh auf! Das sagst du nie wieder! Sag das nie wieder! Hast du verstanden? Hast du das verstanden? Das ist mein Haus! In meinem Haus lasse ich mich nicht von dir verarschen! Komm her! Wo willst du mein Stück hin? Komm her! Wohin gehst du? Hey! Ich hab gesagt, du sollst herkommen! Weg vom Telefon! Gib her! Das könnte dir so hoffen! Komm her! Komm her! Dir werde ich zeigen! Geh weg! Das verspreche ich dir! Lass mich! Mach die Tür auf! Du sollst die scheiß Tür aufmachen! Nicole, was kann ich für Sie? Ja, hier ist Nicole Simpson. Simpson. Adresse? 360 Rochingham Drive. Was für ein Notfall ist es? Bitte schicken Sie sofort jemanden her. Er will mich umbringen. Wer will Sie umbringen? Ma'am. Ich hab's nicht so gemeint. Sind Sie noch da? Ma'am. Er will mich umbringen. Sind Sie, Mrs. Simpson? Er will mich umbringen. Beruhigen Sie sich. Wer will Sie umbringen? Wer will Sie umbringen? Beruhigen Sie sich. OJ. Der Footballspieler? Ja, er will mich umbringen. Sind Sie die Ehefrau? Ja! Und das war er? Ja, er hat mich geschlagen! Sie müssen jetzt ihn festnehmen! Schaffen Sie ihn aus dem Haus! Ich will zu meinen Kindern! Achtmal ist die Polizei schon hier gewesen schon gut. Und nie beruhigen hat sie was unternommen! Bringen Sie Mrs. Simpson in den Wagen! Diese Frau darf nie wieder in mein Bett! Nie wieder! Halt! Bleiben Sie stehen, Mr. Simpson! Ich muss Sie jetzt leider festnehmen. So weit kommt's noch! Hey, 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 wieso machen Sie daraus so einen Aufstand? Das ist eine Familienangelegenheit. Haben Sie eine Familie? Ja, Sir, die habe ich. Oh, es tut mir wirklich leid. Ich bedauere das alles sehr. Ich bedauere, dass ich euch mit meinen Eheproblemen belästige, okay? Das hat nichts mit euch zu tun. Das ist was für die Eheberatung und nichts für die Polizei. Ja, da haben Sie sicher recht. Aber ich bin von Gesetz wegen nun mal leider dazu gezwungen, Sie jetzt festzunehmen. Okay. Ich gehe nur schnell rein und ziehe Jeans und ein Hemd an. Ich beeile mich, ja? Nur eine Minute, okay? Nur was anziehen. Okay, eine Minute. Geht es Ihnen jetzt besser? Danke, es geht schon. Miss Simpson, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würden wir Sie bitten, mit uns zu kommen, um ein paar Fotos zu machen. Wir bringen Sie auch wieder nach Hause. Also in Anbetracht der Tatsache, dass du dich der Festnahme entzogen hast, gibt es Leute, die sagen, du seist noch mal glimpflich davongekommen. $700 Bußgeld, 120 Stunden Sozialarbeit. Ich meine, du kommst an einer Eheberatung nicht vorbei. Eine Eheberatung? Ja. Diese Eheberatung ist besonders wichtig, verstehst du? Sowas darf nicht noch mal geschehen. Es wird nie wieder geschehen. Aber es könnte... Da würde ich keine Wette abschließen. Sind Sie sicher, dass es nicht nochmal geschieht? Sie sind ja nicht einmal dafür bestraft worden. Es geht ja nicht, dass ein berühmter Footballspieler ins Gefängnis muss, der brutal auf seine Frau einschlägt und sie verletzt. Wissen Sie was? Am besten erlassen wir Ihnen auch noch das Bußgeld. Vielleicht wollen Sie auch nicht mal die Sozialarbeit ableisten. Geben Sie uns doch einfach nur Ihr Autogramm und dann sind wir quitt. Ich habe diesmal beim Golf so viel Sand aufgewirbelt wie ein Schaufelbagger. Das Zeug knirscht noch richtig zwischen meinen Zähnen. OJ, wir sind wirklich sehr stolz darauf, dass Sie für uns arbeiten. Danke, ich weiß das zu schätzen. Ihre Unterstützung macht eine Gesellschaft wie unsere in der Öffentlichkeit bekannt und mehr noch glaubwürdig. Sie
Sie sind ein Mann, zu dem das ganze Land aufschaut. Ja, eine Legende des Golfs. Aber neulich tauchte die Polizei bei Ihnen auf. Ich will ganz offen zu Ihnen sein, ja? Nicole und ich sind einfach Menschen mit viel Temperament. In dieser Nacht, ich gebe es nur ungern zu, aber wir beide hatten zu viel getrunken, mehr als sonst üblich bei uns. Naja, es war ja auch Silvester. Jedenfalls, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Es wurde laut und wir hatten eine Art Body-Tackling. Die Polizei ist gekommen und sie dachten wohl, es wäre das Beste, uns beide zu trennen. Also nahmen sie mich in Gewahrsam, vorübergehend. Um ehrlich zu sein, es war meine Schuld. Nicole ist da so reingerutscht. Mich würde interessieren, was das für Sie für Folgen hatte, rechtlich gesehen. Ein Bußgeld, nicht viel. Ein paar Stunden Sozialarbeit, eine Eheberatung, die ich natürlich telefonisch hinter mich gebracht habe, damit ich von unseren Terminen keinen ausfallen lassen musste. Also wenn das in irgendeiner Weise... Nein, nein, ich bitte Sie. Ich wirklich möchte Ihnen keine Unannehmlichkeiten machen. Sie hin? Engelchen, ich habe Ed gerade von unserem kleinen Ringkampf erzählt. Das ist nicht dein Ernst. Wie peinlich. Was soll's, jetzt kennen Sie alle unsere kleinen Geheimnisse. Aber nicht doch. Wissen Sie, es ist vollkommen übertrieben dargestellt worden, denn OJ und ich sind immer noch sehr verliebt ineinander und weiterhin glücklich verheiratet. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Amen. Gute Nacht. Geht jetzt schlafen, Kinder. Schlaf gut, mein Junge. Wir sehen uns morgen früh. Ich gehe ganz schnell ins Bett. Gut so. Ich liebe euch. Bis morgen früh. Gute Nacht. Gute Nacht. Du bist so eine gute Mutter. Ich liebe dieses Gebet. Meine Mutter hat es mir beigebracht. Es ist wunderschön. Gut, wenn Eltern und Kinder zusammen beten. Jeder liebt OJ. Jeder bewundert ihn. Und wir führen ein herrliches Leben. Ich meine, wir haben zwei wunderbare Kinder. Unheimlich viel Geld, ein schönes Haus, teure Autos. Wir reisen viel, wir haben alles. Sie sind zufrieden? Ja. Wie lange geht das schon so? Schon sehr lange. Er schlägt sie, er tritt sie, er brüllt sie an. Ja. Haben Sie Angst? Nicole, haben Sie Angst? Ja. Dann müssen Sie sich sofort von ihm trennen. Heute noch. Wenn ich das nur könnte, dann wäre alles so. Manchmal, wissen Sie, ist er so wahnsinnig lieb zu mir. Dieser Mann spielt mit Ihren Gefühlen. Sie müssen wirklich weg von ihm. Ich kann nicht. Wieso nicht? Das ist kompliziert, es ist... Ich liebe ihn. Noch ein Versuch? Ich kann nicht ohne ihn leben. Und mit ihm? Ich freue mich auf Maui. Du auch? Weißt du noch, letztes Jahr? Wir haben an der Küste Golf gespielt. Die Wale sprangen aus dem Wasser. Hier. Was soll das? Halt still. Besser? Also, ich will mit den Kindern auf eins dieser Boote, die Wale beobachten. Und sonst sollten wir weiter keine großen Pläne machen. Einverstanden? Nur am Strand rumliegen und... Kannst du mal eine Sekunde damit aufhören? Mich von dir scheiden lassen. Nein, nein, das tust du mir nicht an. Ich liebe dich doch. Ich habe furchtbare Angst vor dir. Was? Wieso hast du vor mir Angst? Es gibt überhaupt keinen Grund, vor mir Angst zu haben. Solange ich dir vertrauen kann, dass du mich liebst, gibt es überhaupt keinen Grund. Ich möchte vermeiden, dass die Kinder darunter leiden. Sie hängen sie an ihrem Vater. Du kannst sie sehen, so oft du willst. Aber sie bleiben bei mir und du wirst für ihren Unterhalt sorgen. Nein, nein. Ich kann nicht ohne dich leben, das weißt du. Das weißt du doch. Aber Nicole, bitte. Haben Sie sie jemals bedroht? Ich sag oft Dinge, die ich nicht meine. Sie sind verheiratet, oder? Ja, sicher. Dann wissen Sie ja, wie es ist. Hä? Hallo, Juice.
Hallo, AC. Wird Zeit, dass du dich fertig machst. Naja. Oh, hallo. Ich werde schon mal vorfahren und darauf achten, dass sich da draußen niemand rumtreibt. Okay. Du kommst dann mit den Kindern nach, oder? Ja, genau. Wir sehen uns dann. Juice. Ich komme gleich. Seien Sie darauf gefasst, dass Sie wahrscheinlich bald verhaftet werden. Ich denke, Sie wollen verhindern, dass das passiert. Wir kennen nicht alles, was die gefunden haben, aber es scheint für eine Anklage auszureichen. Die können mich nicht ins Gefängnis werfen. Das können die nicht tun. Ich sagte Ihnen, Sie müssen sich darauf gefasst machen. Das können die sich nicht erlauben. Nicht mit mir. Schön, dass ihr gekommen seid. Oh, du bist auch da. Komm her. Wie geht's OJ und den Kindern? Sie müssen gleich hier sein. Guten Tag. Kardashian, dass er uns seine Wohnung überlassen hat. Ja, es gibt noch gute Menschen. Oh ja. Und niemand weiß, dass wir hier sind. Auch die Medien nicht. Niemand. Du kannst dich jetzt endlich entspannen. Steht dir alles zur Verfügung. Ich wohne unten, falls du mich brauchst. Ruh dich ein wenig aus. Okay. Ach, sag mir Bescheid, wenn du was von Shapiro hörst. Ja, gut. Jetzt schlaf ein bisschen. Ich danke dir. Eine Meinung aus berufenem Munde, wie es um O.J. Simpsons Chancen bestellt ist, von unserem Sachverständigen Professor Creighton Ford. Nach Abwägung der neuesten Indizien, was würden Sie sagen, schuldig oder nicht schuldig? Also Ron, Sie wissen bestimmt, dass man einem alten Strafrechtler so eine Frage nicht stellt. Die Indizien, die wir bisher kennen, weisen allesamt auf einen Tatverdächtigen hin. O.J. war eifersüchtig auf alle Männer in Nicoles Nähe. Und die blutigen Handschuhe können als Beweis gegen ihn gelten. Hat er es getan? Wir können das im Moment nicht sagen, denn je mehr wir über O.J. erfahren, desto unbekannter wird er uns. Das ist ein sehr enges Sofa. Na und? Es bietet nicht viel Bewegungsfreiheit. Oh, hattest du vor, dich viel zu bewegen? Weißt du? Wie heißen Sie? Dan. Dan? O.J. Simpson. Wenn Sie beide jetzt...
jetzt gehen. Alles in Ordnung? Ja, ja, du musst nur jetzt gehen. Ja, sicher. Wissen Sie, dass Ihre Mutter eine Schlampe ist? Eine Hure! Geh weg! Notruf 911. Hallo. Könnten Sie bitte sofort jemanden herschicken? Was für ein Notfall handelt es? Mein geschiedener Mann ist plötzlich hier eingedrungen und... Wie ist sein Name? O.J. Simpson. Der Sportreporter? Ja, ganz richtig. Hat er Sie bedroht? Ich denke, Sie kennen die Geschichte. Was machst du da drin? Rufst du die Bullen an? Okay, wir schicken jemanden vorbei. Lass sie nur kommen! Mit wem kannst du es auch gleich treiben? O.J., bitte, du weißt, die Kinder schlafen. Bitte schicken Sie jemanden vorbei, er schreit und tobt herum. Ich soll schreien und toben? Habt ihr das gehört? Ist der ja, das, der im Hintergrund schreit? Ich sollte die Polizei anrufen. Hallo? Ja. Ich werde hier bedroht. Er hört einfach nicht auf damit. Bitte kommen Sie schnell. Ich bin das Opfer. Meine Frau hat sich vor meinen Augen zunutze gemacht. Mach die Scheißtür auf. Befürchten Sie, dass er Gewalt anwendet? Ich trete die Tür ein. Mach auf. Ich weiß nicht, was er mir antun wird. Da kommt man nach Hause und sie treibt es mit einem Typen in meinem Haus. Ich hab mir den Arsch für diese Familie aufgerissen. Du hast keinen Respekt vor mir. Kein Funken. Du hast kein bisschen Respekt vor mir. Ich habe alles für diese Familie gemacht. Und du hast nicht den geringsten Respekt. Hörst du? Du Miststück. Ich gehe jetzt. Hörst du mich? Bist du jetzt zufrieden? Bist du glücklich? Und wenn die Scheißbullen kommen, komm ja nicht auf die Idee, mich anzuzeigen, sonst kannst du was erleben. Das verspreche ich dir. Ron, ich sitze hier. Also, ein Café Americano Grande. Toll, wie du das machst. Hast du je daran gedacht, Kellner zu werden? Und? Wie sieht's aus? Willst du am Freitag mit mir ins Gate? Ich weiß, was du dir denkst. Du denkst nämlich, wenn ich mit dir ausgehe, darfst du vielleicht wieder meinen Ferrari fahren. Aber Nicole, du weißt doch ganz genau, das ist es nicht, was mich hauptsächlich zu dir hinzieht. Ich bin doch zu alt für dich. Ach komm schon, ich hab doch nicht gesagt, dass ich dich heiraten will. Ich wollte nur mit dir tanzen gehen, das ist alles. Was ist denn? Ich muss gehen. Nein, 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 bleib du hier. Wir sehen uns nachher. Aber... Na, komm. Auf den Jungs zugelegt, hä? Hör auf, O.J., hör auf damit. Tut mir leid. Hey, eine Sekunde, sieh mal. Ein kleines Geschenk. Ist aus Platin. Sag mal, wann ist eigentlich Sydneys Auftritt am Sonntag? Um 5. Ist sie schon aufgeregt? Klar. Wollen wir nicht zusammen hingehen? Wir könnten doch hinterher noch was essen. Wie wär's? Ich bin schon mit meiner Familie verabredet. Oh, deine Familie würde ich auch gern wiedersehen. Ich will nicht, dass du da bist, klar? Ich kann nicht mehr mit dir leben. Ich kann mich nicht mehr dauernd um dich kümmern. Ich kann mich nicht mehr vor dir fürchten. Versteh das doch endlich. Lass mich in Ruhe. Nicht so schnell. Na schön. Wir hatten ein paar kleine Probleme in unserer Ehe. Aber das passiert anderen Leuten auch. Das ist doch keine Ehe mehr. Es ist endgültig vorbei. Ich gebe dir doch eine Chance. Nein! Hast du dieses Wort Nein in deinem ganzen Leben schon mal gehört? Ich habe es eben deutlich zu dir gesagt. Du kannst nicht immer alles haben, was du willst.
Die Antwort ist nein, endgültig nein. Hallo, Terry. Hier ist O.J. Simpson. Richtig. Ja, berühmt kann man wohl sagen. Also, ich habe gerade dieses Magazin durchgeblättert und habe die Reportage mit dir gesehen. Mir sind ja fast die Augen rausgefallen. Ich weiß, es ist etwas ungewöhnlich. Was denkst du wohl, wie ich mir vorkomme, eine völlig unbekannte Frau anzurufen? Nein, ich habe deine Nummer von einem Freund von mir. Ja, er hat auch was mit der Presse zu tun. Was? Nein, er möchte anonym bleiben. Ich möchte seinen Namen nicht nennen. Wie dem auch sei, ich hatte gerade eine verrückte Idee. Total verrückte. Ich habe nur solche Ideen. Ich würde dich gerne zum Essen einladen. Ja, ich meine es ernst. Du willst? Na, wie wär's denn gleich mit heute Abend? Oh. Oh ja, an der Vorwahl hätte ich es erkennen können. Und, wie lange bleibst du noch in Texas? Aha. Ja, ich verstehe. Hey, da fällt mir noch was Verrücktes ein. Was hältst du davon, wenn du jetzt sofort ins Flugzeug steigst? Dann kannst du heute noch hier sein. Heute Abend, ja. Nein, nein, das ist wirklich kein Scherz. Terry, ich will dich heute hier haben. Hör mal, tut mir leid. Ich bin gerade... Ich hab's im Augenblick nicht leicht und stecke in... Ja, ja. Ja, Lebenskrise, schon wirklich. Was kannst du schon über Lebenskrisen wissen? Kleines, hat's dir gefallen? Die Mädchen waren großartig. Luna? Ja, hallo. Sicher, er ist hier. Ron? Ja? Es ist Nicole Simpson. Hallo, Nicole. Wenn ich sie dir wiederbringe, darf ich dann dein Ferrari fahren? Ein Cappuccino. Sehr großzügig, Nicole. Ja. Okay, ich bin gleich da. Bis gleich. Hat jemand hier vielleicht eine Brille liegen lassen? Ja. Meine gute Tat für heute. Gute Nacht. Gute Nacht, Ron. Ich danke Ihnen, meine Herren, dass Sie gekommen sind. Sie wissen, worum es geht. O.J.? Bob? Ich habe Dr. Ferstin und Dr. Heusinger mitgebracht. Ich möchte, dass Sie sie untersuchen. Geht das nicht später? Nein. Ich will das jetzt erledigen. Ich will ein medizinisches Gutachten vorlegen können. Gutachten? Wieso? Sie werden noch heute verhaftet. Wir haben ein Gentleman Agreement getroffen. Bis 11 Uhr Vormittag ist es Ihnen noch möglich, sich selbst zu stellen. Was wird mir vorgeworfen? Den Schriftsatz habe ich hier.
müssen wir aufbrechen? Sobald Dr. Fairstein und Dr. Heusinger Sie untersucht haben. Wir sollten pünktlich sein. Ich brauche nur eine Minute. Ich muss noch einen Brief schreiben. Natürlich. Allein. Ich bitte Sie lediglich um etwas mehr Zeit für ihn. Der Mann ist durcheinander. Ich will ihn untersuchen lassen und er will auch noch einen Brief schreiben. Geben Sie mir eine Stunde, eine halbe Stunde, bitte. Also gut. Wenn es sein muss, werde ich ihn darauf vorbereiten. Juice? Was ist? Mr. Shapiro ist sehr beschäftigt. Wir haben kaum noch einen Termin frei. Ich sehe mal nach. Ja, ich werde Sie vormerken. Haben Mr. Simpson die Möglichkeit eingeräumt, sich bis heute Mittag der Polizei zu stellen. Wir haben das auch mit seinem Anwalt abgesprochen. Leider ist Mr. Simpson nicht erschienen. Wir bedauern das sehr. Die Polizei von Los Angeles hat jetzt eine Großfahndung nach Mr. Simpson eingeleitet. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir äußerst ungehalten sind über die Art und Weise, wie er seine Flucht angetreten hat. Das ist wirklich Wahnsinn. Was machen wir hier? Fahr einfach weiter. Alles in Ordnung mit dir? Ja. Hast du Lust, darüber zu reden? Nein. Die Playoffs laufen gerade. Soll ich das Radio einschalten? OJ, wo immer Sie sind, zum Wohle Ihrer Familie, Ihrer Kinder, stellen Sie sich. Hier spricht District Attorney Garcetti. Ich möchte alle Mitbürger ausdrücklich warnen, wenn Mr. Simpson in irgendeiner Weise dabei unterstützt, sich der Gerechtigkeit zu entziehen, macht sie strafbar. Denken Sie darüber nach. Ich garantiere Ihnen, wenn dafür nur der geringste Verdacht besteht, werden Sie gerichtlich belangt. Wieso soll ich dich nicht lieber nach Hause fahren? Die Polizei ist überall. Du hast doch die Fahndungsmeldung eben gehört. Lass uns zurückfahren. Mann, lass uns doch einfach irgendwo hinfahren, wo du dich beruhigen kannst. Hörst du schlecht? Ich hab gesagt, zurück! Oh Mann, wieso tust du das? Was soll das? Nicole und ich lebten sehr harmonisch zusammen. Zu dem ganzen Presserummel über unsere angeblich wackelnde Ehe kann ich nur sagen, es war nichts anderes als das, was man in jeder längeren Beziehung durchlebt. Ich grüße meine Freunde, die ich nicht alle namentlich aufzählen kann, in Liebe und Dankbarkeit, besonders den guten AC. Danke, dass ihr mein Leben begleitet habt. Das war ein Auszug aus dem Brief, den O.J. Simpson hinterlassen hat. Nun hat sich O.J. also befreit. Der Mann, der wegen seiner Fähigkeit, sich frei zu spielen, eine Football-Legende geworden ist, ist wieder einmal ausgewichen. Du machst es mir wirklich ziemlich schwer, Mann. Misch dich nicht ein! Ich will bei Nicole sein! Oh Mann, bitte leg die Kanone weg, mach keine Scheiße. Denk an deine Kinder. Denk an deine Freunde, Mann. Du den Wind? Ich bin froh, dich getroffen zu haben. Danke. Es ist schön, wenn man der nächsten Generation vertrauen kann. Es gibt einem das Gefühl von... Ich weiß es nicht. Du musst mich unterbrechen, wenn es sich nach einem Vortrag anhört, ja? Ist gut. Es gibt da einen weisen Spruch. Viel Ruhm verpufft,
Popularität ist ein Versehen. Und wenn man Geld hat, fliegt es weg. Das wirklich einzig Unvergängliche ist Charakter. Lass uns nach Hause fahren. Sind Sie das? Ist er das? Ich weiß nicht. Chris, er ist es. OJ und ein anderer. Hallo, wir haben gerade OJ gesehen. Ja, er fährt auf der 5. Richtung Norden. Ja, ich bin ganz sicher. Da ist ein Polizeihubschrauber über uns. Ich werde es tun, Essie. Diesmal werde ich es tun. Sag diesen Pennern, sie sollen verschwinden. Hier ist AC. Al Collins, du Idiot. Du weißt, wer ich bin. Ich habe OJ im Wagen. Ja, er ist noch am Leben. Wir sind auf der 5 und wir versuchen ungehindert bis zu seinem Haus zu kommen. Sie wollen versuchen, den Weg für uns freizumachen. Ich bring dich nach Hause, also nimm das Ding runter. Scheiße, oder? Mach dir keine Sorgen. Danke, Kim. Und jetzt Sie, Bob, in Silver Lake. Mein Sohn hat diese Sammelbilder von O.J. Simpson. Sind die noch irgendwas wert? Hey, Juice. Also, das kann ich Ihnen nun wirklich beim besten Willen nicht beantworten, lieber Bob. Und nun kommt Barney Hills. Sie sind auf Sendung. Ja, eine Frage würde O.J. Phil Vanette. Ja. Wir wissen nicht, wohin O.J. fährt. Ist alles in Ordnung? Das ist eine Frage. Als er zuletzt gesehen der Tag hat's in sich. Ja, der Tag hat's in sich. Ich bin auf dem Weg zu Ihrem Haus. Werde ich Sie dort sehen? Ich habe niemanden umgebracht. Lassen Sie uns später darüber reden, okay? Wann immer Sie wollen. Ich sehe alles im Fernsehen. Ganz schön was los draußen, ne? Ja, ganz schön was los. Aber beim Anblick der Blitzlichter dreht er nach links. Mal sehen. Auf dem Bildschirm sehen wir Presseleute und Fotografen, die Schilder schwenken. Sie umjubeln den Wagen, der jetzt von der zweiten Kamera erfasst wird, wie er die Auffahrt zu seinem Anwesen hinauffährt. Es sieht ganz so aus, als hätte diese Fahrt jetzt ein Ende. Hier auf seinem eigenen Grundstück. Die Polizei versucht inzwischen, dem Bronco den Weg aufs Grundstück freizumachen. Und ich glaube... Ja, da kommt er. Er kommt die Auffahrt hinauf. Ja, meine Damen und Herren, die Straßen werden abgesperrt. Der weiße Bronco kommt näher. Ja, er kommt zum Stillstand. Das gesamte Haus ist von einem Sonderkommando der Polizei von Los Angeles umstellt. Ach, ich sehe die Jungs auf dem Dach. Keiner von ihnen nähert sich dem Wagen. Nun, wie Sie sehen können, ist O.J. Simpson endlich wieder nach Hause zurückgekehrt.
bleibst erstmal ganz ruhig sitzen, ja? Ganz ruhig bleiben. Könnten Sie bitte diesen Leuten sagen, sie sollen aus dem Weg gehen? Sie sind es, der im Weg steht, AC. Kommen Sie jetzt ins Haus. Wir wollen mit OJ reden. Der Mann hat eine Kanone in der Hand. Wir wissen das. Auch wenn Sie es nicht glauben wollen, Sie helfen ihm damit nicht im Geringsten. Was verstehen Sie denn davon? Er ist mein bester Freund, verdammt nochmal! Jetzt hör mir bitte genau zu. Ich werde jetzt ins Haus gehen. Sie sagen, ich stehe hier draußen im Weg. Komm doch einfach mit. Das bin ich? Ja. Der Mann, da bin ich wirklich. Oder? Ja, Jules. Ja, das bist du. Du wirst das allen sagen? Das werde ich. Du bist ein anständiger Junge. Aber was wollen die dann alle von mir? Da geht's um einen ganz anderen, Juice. Um irgendeinen ganz anderen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Zum ersten Mal in meinem Leben. Du wirst schon das Richtige tun, davon bin ich überzeugt. Du bist dir nur noch nicht ganz sicher, weil dir immer noch alle zujubeln. Und tu mir einen Gefallen, bitte red mit diesen Leuten. Hallo. Es ist schon spät. Wir möchten das gerne zu Ende bringen. Hören Sie mich? Ja. Das ist keine Waffe, was er in der Hand hält. Das ist ein Foto seiner Familie. Niemand wird Ihnen was tun. Kommen Sie ganz ruhig hierher. Kommen Sie hier rüber. Kommen Sie. Tun Sie mir einen Gefallen. Bleiben Sie ganz ruhig. Kommen Sie, OJ. Kommen Sie näher. Das uns beide verbindet. Für immer und ewig. Das Gefühl habe ich auch. Ich liebe dich unendlich. Du bist meine Welt. Eddie liebt euch. Das tut er. Jetzt gehen wir irgendwo hin und reden darüber. Es ist jedes Mal so. Dir gelingt immer alles und ich gehe leer aus. Ich bin dir was schuldig. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir sind füreinander bestimmt. Schon wieder ein neuer Rekord von OJ. Entschuldigung. Jungs, ich habe euch eine Menge Ärger gemacht. Ich bitte Sie, kein Problem.